und herzlich willkommen bei Renas Live, heute zum 131. Let's Play der Sims 4. Beim letzten Mal habt ihr hier unsere Nadja altern sehen. Die Gute liegt auch gerade im Bett und ist traurig, dass man ihr Geburtstag vergessen hat. Man sieht sie jetzt gerade nicht. Wir haben sie auch ein bisschen ihrem Alter angepasst, haben aber statt schwarzen nun braune, ja, etwas bräunliche Haare gemacht. Also sie ist nicht grau, aber ich finde, man sieht dennoch so ein bisschen im Gesicht, dass sie nun älter geworden ist. Ja, und ich würde mal sagen, viel Spaß bei der Folge und wir legen mal los. Ja, Nadja bedauert sich gerade etwas. Unwohl wegen Hunger. Ah nein. Hier, ein Gericht nehmen. Unser Elias ist nun groß. Er hat auch dann heute, ja, seinen ersten Schultag. Da ist nun der kleine Kerl. So, wir verwenden dann hier mal. Nehmen uns dann auch hier ein Gericht. Hunger. Gut, dann gehen wir mal raus. Auch ein Gericht nehmen. Obi. Julian? Ja, da kann man duschen gehen. So sieht nun die riesige Sims-Familie aus. Elias und Tobi sind soeben beste Freunde geworden. Elias muss in einer Stunde zur Schule. Ah, hier. So, hier seht ihr auch mal wieder den Stammbaum. Dann haben wir hier auch Tobis Stammbaum. Der hat nämlich, also ist Bruder von Rena und ist mit Nadja verheiratet und hat zwei Kinder. Dann haben wir hier auch noch den verstorbenen Jay Huntington und natürlich auch Mark und Natalie. Vielleicht erinnert ihr euch an sie, denn sie ist, ja, das sind so die Anfangssims, mit denen haben wir ganz am Anfang angefangen. Und wir sind mittlerweile schon bei 131 Let's Plays. Ist echt heftig einfach. Aber es macht auch einfach total viel Spaß. So. Ja, die Olle bemitleidet sich hier noch ein wenig selbst. Naja. So ist das nun mal. Elias muss ja in einer Stunde in der Schule sein, beziehungsweise mittlerweile in einer halben Stunde. Wir gehen verwenden und wenn es zeitlich passt, vielleicht auch noch ganz schnell duschen. So, ein Gericht nehmen. Rena wird doch, glaube ich, dann auch zu Erwachsenen. In naher Zukunft. Wo rennt Marcel denn hin? Er muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein.
Er sollte dann vielleicht auch noch ein Gericht nehmen. Und Angela muss auch in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Somit geht Marcel nun hier. Ach, Marcel. Elias heute das erste Mal zur Schule. Oh mein Gott, bei so vielen Namen. Elias ist zur Schule und ist natürlich fleißig am Lernen. Aufräumen. Und wenn du schon mal drin bist, gehst du auch gleich mal hier verwenden. So, dann gehst du verwenden. Und schlafen. Die Schicht im Krankenhaus von Tobi beginnt jetzt. Wir schicken aber Tobi alleine los. Geh zur Arbeit, okay. Angela ist zur Arbeit. Bei Promis einschmeicheln. Nein, wir arbeiten fleißig. Okay, die Rechnungen. Das kann natürlich Marcel bezahlen. Bezahlt die Rechnungen. Julian ist zur Arbeit. Fleißig arbeiten. Natja ist nach wie vor traurig. Rechte Mächte mit Nadja. So. Wir hoffen mal, dass wir sie damit auch ein wenig aufheitern können. Und Marcel geht mal Tag verschönern. Dann würde ich nämlich mal sagen, da geht es ja quasi heute echt hauptsächlich um Nadja. Sehr unwohl. Warum das? Gefährlich müde. Wegen anstrengender Aktion. Ah, Ina. Okay, wir haben unsere Arbeit ein wenig vernachlässigt, merke ich gerade. Bei Tobi und bei Rena. Das nehmen wir dann, ja. Rena ist zur Arbeit, okay. Fleißig arbeiten. Tobi ist ebenfalls zur Arbeit.
sehr unwohl. Okay. So, danach geht sie auf jeden Fall mal duschen und schlafen. So, Marcel begibt sich dann wohl auch direkt mal zur Arbeit. Marcel ist bei der Arbeit. Fleißig arbeiten. Florian Offermann fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Grundstück Mauerblümchenhügel. Nein. So. Das heißt dann heute rund um Nadja. Elias ist für heute mit der Schule fertig. Er hat seine zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Landgraben-Grundschullehrerin sind der Meinung, dass er sich mit ein wenig zusätzlicher Arbeit schnell verbessern könnte. Jawohl, aber wir gehen erstmal hier schön öffnen und was essen. Danach duschen, verwenden. Aufräumen. Aufwischen. Ersetzen. Aufwischen. So. Danach kann der kleine Elias seine Hausaufgaben machen. Aufräumen. Was ist denn mit dir los? Schöne Mahlzeit essen. Cerealien. So, dann hat auch Elias seinen ersten Schultag ja hinter sich gebracht. Und ich würde sagen, nachdem ihr den Tag rund um Nadja miterlebt habt oder mitbekommen habt, würde ich diese Folge hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.